Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Video und an dieser Stelle möchte ich noch mal kurz erwähnen, wie schön doch dieses Bild ist. Ja, meine Freunde, ich habe mich mit der Frage befasst. Was würden Menschen tun und wie weit würden sie gehen für 1 Million Euro? Ich habe natürlich ein paar Untersuchungen aufgestellt und einige Testobjekte hergeholt. Diese werde ich befragen, wie weit sie gehen würden für 1 Million Euro. Und meine Freunde, ich würde sagen, wir schnacken nicht so viel und ich zeige euch das Ergebnis. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Ja, mein Name ist Michel. Frauen ab 18 können sich melden. Mein Name ist Ali. Ich bin 19 Jahre alt. Komme aus Minden. Mein Name ist Erkan Ufer. Auf Instagram, hier könnt ihr mich einmal abonnieren. Mein Name ist Nathan Ufer. Ich komme aus dem Kongo. Und halb Libanon. Nein, ich komme nicht aus Libanon. Yo, mein Name ist Seko. Was machst du so in deiner Freizeit? Frauen ab 18 können sich melden. Meine Hobbys sind Angeln, Freunde treffen und in der Freizeit gehe ich gerne schwimmen. Ich mache hier ab und zu die Security, damit alles hier ordnungsgemäß abläuft. Fahrradfahren, Schachspielen. Ja, ganz ehrlich, was soll ich denn noch sagen? Das reicht doch, oder? Ja. Warte! Frauen ab 18 können sich ruhig melden. Woher kommst du gerade? Ich war gerade beim Angeln, zusammen mit meinem Feind. Ich habe so einen Barsch gefangen. Ein was? Ein Barsch. Barsch ist ein Fischer. Hättest du gern 1 Million? Auf jeden Fall, Ding. Ja. Ja. So einfach? Ja. Okay. Was würdest du mit dieser Million machen? Die dicksten Hauspartys. Also ich glaube, das allererste, was ich kaufen würde, wäre so eine Angel. Ich würde euch einladen, wir sind dann, wie viele sind wir? 6 Jungs? Okay. Und weißt du, wie viele Frauen? Wie viele? Weißt du, wie viele Frauen? Wie viele? 600! 600 Frauen. Und weißt du, warum? Warum? Jeder hat 100 Frauen. Da würde ich mir ein paar Fische fangen, ne? Hi, Wahl. Okay. Ich würde mir auf jeden Fall ein paar Häuser kaufen. Meine Security-Filme ausweiten mit ein paar Kanten, so wie mir halt. Ja, so einiges, ne? Die müsste ich jetzt vielleicht nicht verraten, aber ich würde schon ein paar Dinge damit machen, ja. Und was machst du dann mit diesen Häusern? Ich will einfach Häuser haben, einfach so. Also du willst einfach Häuser haben und die sind leer? Ja, einfach so. Dekoration, Bruder. Ach so. Darf ich da rein, wenn es mal regnet oder so? Nein. Wärst du auch bereit, was Extremes dafür zu tun? Ja. Ja. Also ich gebe dir 2 Aufgaben und du musst dich für eine entscheiden und dafür bekommst du 1 Million. Ehrlich jetzt? Du kannst deine Traumangel kaufen. Die Roadtree-Angel? Genau die Angel, mein Freund. Schieß los, Bruder. Okay. Okay. Bist du dieser Aufgabe gewachsen? Ja, ich bin 1,78, das passt. Würdest du eine Woche lang Urin trinken oder würdest du einmal deine eigene Scheiße essen und danach für eine Stunde nichts trinken? Ja, das ist echt eklig, ne? Würdest du eine Ratte essen oder ein Jahr lang kein Auto mehr fahren, kein Bus, kein Zug? Und du darfst es nicht kutschieren lassen. Wie soll ich denn zum Angeltreff kommen? Tja. Ja, ich will meinen Urin trinken eine Woche lang, Digga. Hab ich Telefonjoker? Ja, klar. Wen ehrlich? Wen möchtest du da anrufen? Mein Onkel Faisal aus Libanon. Wärst du bereit, ein Jahr lang mit einer Nutte verheiratet zu sein und jeder weiß, dass sie die größte Nutte ist? Also ich mach das freiwillig. Oder wärst du bereit, mit einer Ziege Geschlechtsverkehr zu haben und keiner weiß das? Also du bist bereit, eine Woche lang deinen Urin zu trinken für 1 Million Euro. Klar. Du würdest eine Nutte heiraten. Ich muss ja nicht lieben. Wer Faisal? Schau, Habibi Kifa. Darf ich auch sagen, ich liebe sie nicht, oder? Nein, nein. Jeder denkt, ihr liebt euch. Die Frage ist echt gut, Alter. Bruder, sag mal! Vier, sag doch schnell, Habibi, ich hab keine Zeit, Bruder, Händler! Bruder hat mir keine Antwort gegeben. Ja, gut, dann bleibt die Entscheidung immer noch bei dir. Dann bedanke ich mich erstmal an dieser Stelle. Ich bin noch nicht fertig. Ich glaube, ich nehme die Ziege. Du würdest mit einer Ziege schlafen? Ja, wenn man die Ziege gut anzieht, wird die bestimmt auch attraktiv, so ganz ehrlich. Ey, der ist echt verloren, der Junge. Geht mal für den Weg. Digga, ich würde eine Ratte essen, Digga. Was darfst du denn kochen? Du darfst frittieren, grillen. Ich schwör's, ich würde eine Ratte essen. Alter. Du würdest eine Ratte essen. Würdest du auf dein Augenlicht verzichten oder wärst du lieber taub und stumm? Würdest du 200 Kilo wiegen oder ein Jahr lang nicht mehr deine Haare schneiden und dich nicht mehr rasieren? Weil beide Sinne sind eigentlich wichtig, ne? Das ist echt heftig, Mann. Beides ist wichtig, ich schau alles, ich weiß nicht. Boah, ich finde das mir kein Geld wert, Alter. Ja, ist es eigentlich auch nicht. Ich will auf jeden Fall 200 Kilo wiegen und dann abnehmen. Weißt du, was 200 Kilo sind? Ja, das weiß ich, ne? Nathan wiegt auch so viel. Also du nimmst den Exit-Joker, du verzichtest auf die Millionen. Na klar! So krieg ich so die schwierigen Fragen. Also, der eine musste sich für eine Ziege entscheiden. Ich weiß jetzt nicht, wo das schwierig ist. Ja, Mann, die Ziege, die Fotze. Nein. Das hier war nur ein soziales Experiment. Wir haben hier einen Ziegenficker, oh mein Gott. Nein, ich will auf jeden Fall drauf für 14 noch. Also haben wir jemanden, der auf seine Gesundheit scheißt, nur für 1 Million Euro. Ich bin echt enttäuscht von dir. Geldgeil, Bruder. Alter, was redest du von Geldgeil? Du willst für 1 Million eine Ziege bumsen. Und ich würde das schon für 100 Euro machen. Okay, wir bedanken uns an dieser Stelle. Nein, leider kriegst du nicht deine Roadtrack-Angel. Ich wollte nur wissen, ob du Ratten fressen würdest und anscheinend tust du es. Ich will mal Geld. Und ja, könntest du jetzt bitte gehen? Okay, Nathan, du kannst jetzt verpissen, Alter. Na, Habibi, Alassi. Du kannst verpissen, Mann. Du schmeißt mich hier nicht raus. Security. Nein. Es war Security. Es war Security. Der Junge ist zu angebracht. Es war Frank.
Das war ein Prank! Ich will noch was sagen. Security! Security, nimm den mal mit hier! Instagram, mich jetzt weiter. Security! Nimm den mal mit hier raus hier! Ich will meine Angel! Security! Security! Ich will meine Angel! Security! Junge, was, Junge? Security! Ich will meine Angel! Security! Ich will meine Angel! Wallah, ich will meine Angel! Nein, was, nein! Immer auf jetzt! Security! Security! Ich bring die Gini raus! Security! Ich geh, was ich will! So, meine Freunde, ich bin geschockt vom Ergebnis dieses Experiments. Mir fehlen die Worte, ich hab den Glauben an die Menschheit verloren. Was Menschen alles tun für ein wenig Kleingeld. Auf jeden Fall, falls ihr noch ein Experiment dieser Art sehen wollt, dann schaut euch die anderen Videos an, die sind hier verlinkt. Vergesst nicht zu abonnieren. Security! Vielleicht Security! Ey, was ist das? Security! Hey, hey. Das war's mit dem Video.